Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2 und dem Beagle. Wir brauchen die Bilder. Die habe ich vergessen gehabt, als wir hier unten waren. Aber wo sollen die sein? Der Keller ist jetzt nicht so groß, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wie komme ich in den Keller? Ich meine in den Real Keller. Hier nicht. Hier nicht, ne? Warte mal, ich bin ein bisschen verwirrt. Wäscherei. Von der Wäscherei aus komme ich zum Keller, oder wie? Nee, oder? Nee, nee. Oder? Doch, ich komme von da aus in den Keller. Ja gut, ne? Kann ich ja nichts für. Okay. Was haben wir hier? Einen dunklen Ort. Ich kann da hoch. Ist das gewollt, dass ich da hoch kann oder nicht so? Schuhkarton, oh Schuhkarton, wo bist du nur? Da ist der Keller. Gut, ich muss dahin nur zurückfinden. Was ist da vorne? Nichts Specialiges, einfach nur ein weiterer. Oh. Okay. Ich behaupte aber auch nicht dieser Schuh. Alles Fotos. Doch. Ich erkannte den Stil. Eines zeigte, wie der Klicker in der Dunkelheit versank. Das andere ein Licht in Form einer Patrone. Ich musste sie zur Plaza schaffen. Gut, dann machen wir das. Oh, der ist echt. Aua. Ich hab den. Hab ich dem voll aufs Maul gegeben? Offensichtlich. Habe ich keine Ahnung. Das ist gut. Dafür, dass ich keine Ahnung habe, schlage ich mich ziemlich gut, glaube ich. So, jetzt kann ich aber wieder da hoch. Glaube ich. Moment. Mal umgucken. Nee, ich bin zu weit nach oben gekommen. Ich will doch nur wieder hier raus. Warte mal. Ja, ne? Ja, hier. Papp. Nee, warte mal, was? Habe ich mir dadurch den Keller, den Weg aus dem Keller verbaut? Kann das ist? Hm. Egal. Exit! Ich habe nur Exit gesehen und bin hingerannt. Bam. So, jetzt geht's weiter. Ja, da geht er an, damit ich das Lichterbimster machen kann. Und ich will nochmal speichern. Okay. Dann hätten wir das. Das ging jetzt schneller, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte jetzt die Fotos. Ich musste sie in den Schuhkarton an der Statue legen. Habe ich vor. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Alles gut. Wo ist die Statue? Wo ist die Statue? Da ist die Statue. Aua! Jetzt reicht's mir aber. Noch irgendjemand? Gut. Alter, die Schatten drehen ja jetzt völlig durch. Komm schon. What? Was ist passiert? Ich wechsle zu Saga zurück?
ich glaube, ich habe mit Alan alles gemacht, was ich mit ihm hätte machen müssen. Jetzt kommt der Point of No Return. Bin übrigens falsch gerannt. Wie war ich hier nochmal ausgerüstet? Ganz okayisch. Schrot könnte etwas mehr sein. Dann wollen wir mal zum Polizeirevier gehen und der Esteves sagen, dass wir... Ich glaube, du hast recht. ...ready sind. Vielleicht doch ein Fehler, hierher zu kommen. Blende mir das doch nicht immer so seltsam ein. Dankeschön. Nee, noch weiter nach da. Das Deerfest. Ich finde ja den Namen Odir Diner immer noch ziemlich cool. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt. Muss ich am Odir Diner eigentlich vorbei? Nee, muss ich nicht. Ich kann hier durch. Was machst du da? Die Menschen hier sind wirklich, wirklich, wirklich komisch. Und die stehen immer noch da rum und wundern sich, was hier abgeht? Das sind diese Bundesbeamten. Sie haben Probleme mitgebracht. Nein. Wollt ihr vielleicht noch in der Nähe bleiben, falls ich wieder etwas ergebe? Die Probleme hattet ihr schon. Aber natürlich ist es wie immer einfacher, allen anderen die Schuld zu geben. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich bereit bin. Ja. Puh. Ich spüre, dass wir uns im Finale bewegen. Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Okay, dann mal los. Wir sind für Sie da. Was brauchen Sie von uns? Ich gehe mit dem Klicker zum Cauldron Lake. Scratch wird versuchen, Sie rauszuholen, Anderson. Sie werden Verstärkung brauchen. Ich weiß, ich werde Sie nicht davon abbringen können, Casey. Esteves, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Ich rufe ein paar Leute an. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Also gehe ich jetzt zum... Fahre mit dem Auto zum Cauldron Lake. Jetzt darf ich extra wieder nach... Doch, komm, echt jetzt? Thor, ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Sie haben das kommen sehen, oder? Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake, um ihn aus dem dunklen Ort zu holen. Ob es das Musical-Lied sein wird? Ich hoffe, Sie haben es noch drauf. Geh mir aus dem Weg. Ich liebe die Old Gods of Asgard einfach. Das sind die beiden schrulligsten Uppies, die mir hier untergekommen sind. Und da ich ja deren Enkeltochter bin, helfen die mir bestimmt liebend gerne. So, ab geht's. Cauldron Lake. Ein bisschen nervös, was mich jetzt so am großen Ende erwartet. Ich habe jetzt so lange Alan... Was heißt so lange? Eine Woche habe ich Alan Wake jetzt gespielt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt schon am Ende angekommen bin. Geh ran, geh ran. David, bitte geh ran. Ich glaube nicht, dass das geht. David. David, ich bin's. Wo hast du... Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen. Und mir meine Tochter genommen. Und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. Ui. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. Was ist denn dann mit Logan? Ist Logan jetzt einfach aus dem Nichts verschwunden? Aber Esteves hat uns doch garantiert, dass unsere Tochter, naja, fein ist.
Wo muss ich hin? Seeufer? Wo ist das Seeufer? Der See, da unten, ne? Gespräch, neue Option. Okay. Da muss ich wieder hier lang. Meinen berüchtigten Weg entlang gehen. Wie oft ich will diesen Weg danach nie wieder gehen müssen, Leute. Nie wieder. Komm ich nicht hier durch? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ach, da ist das Loch. Das klingt, als wäre die Verstärkung schon da. Wir kommen mit den Lichtern, Anderson. Wo sollen wir sie platzieren? Platzieren Sie an der Küste. Genau. Wir müssen bereit sein, wenn Switch auftaucht. Wir werden bereit sein. SMS Ende. Oh Gott, wo bin ich hier? Achso. Au, sag mal, wie unhöflich! Ich bin falsch gelaufen, dankeschön! Wunderschöne Wälder! Schön, dann bleib in deinen wunderschönen Wäldern und lass mich in Ruhe! Meine Fass. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Nee, wir haben keine Zeit. Klar! Wir sind fast bei Gig! Und Odin hat vier Schergen der Dunkelheit überfahren! Der Bus ist der Hammer! Ich fahre mit einer Hand! Oh nein! Wir treffen uns bei der Küste. Machen die mir gerade den Weg bereit? Fast! Bruder, Baum! Baum! Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum! Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße. Fahr vorsichtig, Opa. Gebt dir Vollgas, Bruder. Lass mir es krachen. Ich folge einfach dem Bus. Oh, wow. Ganz schön verrückte Art zu fahren. Oh, ich höre den Wald noch auseinanderbrechen. Die Old Gods of Asgard haben die Craziness für sich gebucht. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich dem Weg da einfach runterfolgen oder ist das zu doof? Na gut, ich versuch's einfach mal. Das soll schon passieren. Ich meine, die sind ja auch irgendwo hier lang gefahren, korrekt? Korrekt. Ja, ich glaube, die sind hier lang gekommen. Die sind über die Brücke gefahren? Really? Ach, komm, von mir aus, dann gehe ich halt auch. Das war kein Reinfall. Ich bin nur einfach falsch gelaufen. Meine Fresse, haltet die Schnüze. Wo muss ich denn hin? Da komme ich nicht lang. Das waren Thor und Odin, oder? Überwältigt. Ja, überwältigt. Mir geht's auch nicht lang, oder wie? Au. Wie war das? Ach, da oben. Ach, halt die Schnauze. Da fliegt die Axt an mir vorbei. Die Lichter und Sicherheitscontainer sind bereit, Anderson. Wunderbar. Wenn da. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Odis? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Ja, und sie helfen. Nun, sie sind es. Ich bin gleich da. Oh, die haben mir ordentlich was weggeholt, kann das sein? Dankeschön. Eins, zwei, eins, zwei. Heute Abend. Cordwin Lake, wie geht es euch heute? Telefon. Ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal hier waren. Was? Aua! Oh, was ist hier los? Au! War da nicht ein X? Nee. Test!
Wir brauchen mehr Heilung. Hier draußen hört man nichts. Kaum hört man hier draußen was, kaum. Ich sehe Thor und Odin. Hey, wo sind meine Glocken? Oh. Hab sie weggeworfen. Bei Glocken nicht rocken. Beschwörung. Ob sie das tun, man muss sie nur richtig verrücken. Oh, das ist laut. Anderson, wir haben hier oben ein Kontrollzentrum eingerichtet. Ja? Hey Anderson, ich kann noch mehr Ausrüstung runterbringen, wenn nötig. Danke. Sobald sie auftaucht, nicht das Traumakissen. Richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Wobei doch, das ist das Traumakissen. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ja. Ich bin kein Mechaniker, verdammt. Wo ist euer Techniker, Kieran? Die verstehen sich ziemlich gut, ne? Ich könnte ein bisschen Batterie gebrauchen. Mach mal Licht an. Ich werde gleich mit denen reden, aber vielleicht ist hier vorne noch irgendwas. Ein Käfig ist in jedem Fall. Buchsen. Wo sind denn die Ausrüstungs... Oh, ganz viel. Oh, gib alles her. Gib. Wir warten auf dein Signal, Saga. Das wird die beste Schrot. Ja. Oh Gott, ganz viel Schrot. Was für eine Wulle kommt denn auf mich los? Gibt's jetzt gleich richtig Rock'n'Roll für mich? Wie viel Rock'n'Roll kommt auf mich zu? Wenn du es bist. Ja, ich bin gleich ready. Moment. Ich komme ja schon zu euch. Wir haben zwar nur noch 3 Minuten, aber ich komme zu euch. Opa, du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Hallo, Conrad Lake! Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen! Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor! Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen! Der Song heißt Dark Option Summoning! Wenigstens mache ich bei cooler Musik. Du lässt mich versagen wie ein Affe aussehen, Alter. Scheiße. Probieren wir es noch einmal. Das kann passieren, Leute. Auch den Besten. Überlebe das Beschwörungsritual. Nicht so geil. Von wo kommen die denn? Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Ist das so? Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Wo denn? Besessene im Anmarsch. Von wo? Regelt nicht! Anderson, Achtung! Alter! Der da vorne. Aua. Tschüss. Ich hab den Lichtkegel. Ja, ich weiß, ich muss nur. Ach Gott, der ist schnell, ne? Warum lädst du? Schieß doch. Ich sollte was fallen. Alex! Aber. Meine Fresse! Noch mehr Besessene! Meine Fresse! Wirf! Ah, komm, mach doch! Anderson, nimm genug Munition mit. Ja, ich bin dabei! Dabei mit der Munition, aber wie ist es mit dir? Bist du schon? Du bist schon. Sollte die Pause mal kurz nutzen und okay, und jetzt geht's weiter. Die durfte noch nicht mal aus dem Wasser raus.
Lana, Saga. Ich richte das Licht auf Sie. Wo? Wo? Irgendwo da vorne, ne? Nee, wo? Oh Gott, was machen die? Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Da. Ach, ich will die Munition haben, danke. Cool. Das Lied ist geil. Kommt da noch mehr? Anderson, ja? Noch mehr Ausrüstung. Wo? Wo? Kumpel, wo? Wo denn? Ich richte das Licht auf Sie. Auf wen? Please tell me, auf wen? Oh Gott, ah! Oh, der hält durch. Der hält durch. Oh Gott. Ich hab sie erwischt, Anders. Ja. Oh nein, 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 nein! Aber ich hab auch nicht. Ich hab nicht. Schieß! Nach! Schieß! Schieß! Sammeln! Alles sammeln! Will, wir haben keine Zeit! Anderson, ja? Hier, etwas Ausrüstung! Wo denn? Wo schmeißt du die Scheiße denn hin, Kumpel? Anderson, da kommt Ärger! Wo? Wo kommt Ärger? Hast du den noch nicht... Nein! Ah! Oh Gott, ich muss es anders machen. Nein! Oh. Ich muss laufen, lauf. Aua! Sag mal, du bist dann aber nicht. Anderson, Sie versuchen das Lied zu stoppen. Ja, ich weiß. Was macht ihr hier? Sie haben es auf die alten Typen abgesehen. Danke. Die Macht des Rock'n'Roll. So kann man es natürlich auch betrachten. Ich sag nur die Macht des Alters. Draufknallen. Da. Eine Verbindung zum dunklen Ort. Wie die Übergänge. Dort sollte man den Kipper verwenden. Okay. Wie komme ich da hin? Ah, oh, wie komme ich da hin? Das ist dein Auftritt, Kleine! Leg den Schalter um! Das ist es! Und? Alan? Es hat nicht geklappt. Schatz. Was ist passiert? Warum hat's nicht geklappt? Warum sind wir alleine? Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Also wo ist er, verdammt? Ja, wo ist er? Okay. Tja, Leute, dann gehen wir wohl nächste Mal in den Parliament Tower und schauen uns mal an, warum das nicht geklappt hat, Alan zurückzuholen. Ich fand das auch ein bisschen komisch. Er war nämlich für 2 Sekunden irgendwie da und dann war er weg. Mal sehen, was ich übrigens überhaupt noch an Sachen habe, wenn ich hier durch bin, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nämlich, dass wir nochmal einen richtig heftigen Kampf gegen Scratch bekommen werden. Weil, sind wir mal ehrlich, das Ding im Polizeirevier, da hat er sich doch über uns lustig gemacht, als er gegangen ist. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was das große Ganze am Ende mir sagen möchte. Es ist ein Remedy-Spiel. Es kann also ziemlich crazy werden. Gut, ihr Lieben, haut rein!